Folge Nummer 13 von Avorion. Wir sind hier wieder drin und wollen dieses Schiff ein klein bisschen größer bauen. Ich habe auch eine Nachricht von dem Thomas Steele wieder gekriegt, der gesagt hat, ich soll mal hier in T springen, in die kleine Drohne. Und dann kann ich auch das Schiff jetzt, was ich neben mir habe, auch befehligen. Ne? Das ist ja also super coole Idee, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, und der hat auch noch ein paar andere Tipps dabei, dass man zum Beispiel Schiffe fragen soll, wo ihre Heimat ist und sowas, weil in ihrem Heimatsektor ist natürlich auch ganz klar das Dingens, wie heißt es, das Ausrüstungsdock von denen. Aber wir haben ja das noch hier und wir haben ja gerade bestimmt schon wieder einen Zeitsprung ja gehabt durch neue Folge, dass wir da gerade noch checken können, ob es interessante neue Dinge gibt, ne? Schildbooster, internes Verteidigungswaffensystem, Quantum-Hyperraum-Upgrade. Ja, guck mal, wir haben letztes Mal dieses gekauft. Gibt's jetzt für ein 4000er weniger. Und ja, super ist natürlich, dass es noch ein besseres sogar gibt. Das kann Radarreichweite. Radarreichweite? Warte mal, wieso zeichnet er mir hier Quantum-Hyperraum-Upgrade? Da gibt es aber keine zusätzlichen Felder, oder wie? Nee, da gibt es keine zusätzlichen Felder. Okay, na, dann sind die doch ein bisschen anders unterschiedlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schildinisierer, Schilde. HS-Überbrückung, sagt mir jetzt nichts. Und die Schilderung für Höchstgeschwindigkeit. Aha, das ist das Teil, was uns dann. Ja, Eisenbergbaugeschützturm. Da ist nix. Okay, dann ist das jetzt nicht besser geworden hier. Wir wollen aber jetzt erstmal gucken, dass wir den Hyperraumantrieb da oder das Upgrade da einbauen und dafür müssen wir größer werden. Wir haben ja ein bisschen Titan hier durch unsere beiden anderen Miner, die wir da unterwegs haben und müssen jetzt mal gucken, was wir hier noch so ranbasteln. Also wir sind ja hier mit Beschleunigung und sowas, mit Bremsen und sowas ziemlich schlecht unterwegs. Das habe ich schon gemerkt, ne? Deswegen brauchen wir da mal so einen Trägheitsdämpfer noch, denke ich. Da würde ich nochmal einen anbauen wollen. Ne, den wollte ich so lassen, den wollte ich so machen. Und würde den hier vorne nochmal dazusetzen. Zack. So, dann würde ich definitiv noch ein bisschen was in Richtung Energie auch tun und vor allem Antrieb, ne? Das könnte auch noch besser werden. So, da haben wir aber Titan und dann nehmen wir hier mal und machen noch eine Spiegelachse da dran. Dann können wir nämlich zwei Seiten machen sozusagen, ne? Das würde ich jetzt mal hier so hinbauen wollen. Allerdings ein bisschen mehr, ne, da war falsch, da ist es richtig. Man könnte ja auch so einen Klotz da unten nochmal kopieren. Steuerung C, Steuerung V und dann in der Größe das auswählen und dann sind wir da auch ein bisschen schöner unterwegs, denke ich, oder? Und das machen wir so. Gut, dann können wir mal gerade die Flugeigenschaft checken. Warte, wo ist hier? Da müssen wir das sehen. So, drehen tut er ja auch ziemlich schlecht. Das heißt, wir müssen da so Gyroskope auch noch dran ändern. Das ist also auch schlecht. So, da ist die Mitte. Und die gab es, glaube ich, nur in Eisen, ne? Vertue ich mich jetzt? Eisengenerator, Energiecontainer. Korrekturdüsen. Haben wir das nie ausgewählt? Aber warte mal, das gibt's vielleicht auch hier. Na, jetzt bin ich schon bei. Wieso dreht sich das so rum? Okay. Quartiere. Da. Den habe ich da unten jetzt gar nicht. Aber das ist ja nicht schlimm, den können wir jetzt noch hier hinzubauen. Allerdings. Machen wir die Spiegelachse dafür wieder weg. Und ja, ziemlich bullig so, oder? Könnt ihr den natürlich auch da so hinsetzen, ne? Nee. Mhm.
Also zum Drehen können wir das ja auch mal hier ändern. Das können wir mal so. Okay, das war falsch. So ist richtig. So, wie viel haben wir? 0,36. Da würden wir einen Haufen mit verbessern. Aber so viel brauchen wir dann doch nicht, denke ich mal. Ich würde das mal so machen. So, und dann nochmal gerade checken, aus dem Baumodus raus. Also wenn du so rumdrehst, ist er zack, zack, fertig. Aber so braucht er noch ewig. Da weiß er gar nicht, was er machen soll. Okay, dann machen wir das auch noch definitiv. Und zwar drehen wir den jetzt noch andersrum. So, machen den mal hier vorne vor, oder? Da ist er ja ganz gut aufgehoben, glaube ich, oder? Sieht doch einigermaßen aus. So, Antrieb haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen hier Generator. Würde ich jetzt den da nochmal kopieren. Und dann eine Achse anmachen. Und den nochmal daneben speisen. Und dann würde ich das gleiche nochmal batterietechnisch machen. Da war zweimal. So. Jetzt würde ich gerne erstmal einen Testflug machen wollen. Ja, ich sag mal, so fliegt er ja schon mal ganz cool, oder? Achso, wir sollten vielleicht mal kurz den Brems sehen, wie er bremst, ne? Zack. Ja, total schlecht, der Trägheitsdämpfer, der muss mal noch richtig dick und fett werden. Den gab es allerdings nur hier oben, ne? Da. Kann man den auch so bauen, ne? Und den zack setzen wir mal dahin. Einmal raus. Wo haben wir hier die Station? Da. Dann da mal lang. Ja, ich glaube, das ist jetzt ganz gut mit dem Trägheitsdämpfer. Wie sieht das denn jetzt hier so aus? Noch keiner. Das heißt, das Schiff muss jetzt noch bei Weitem größer werden. Gut, das bedeutet, wir machen das mal mit dem hier. Gehen da auf das Kleine. Ne, klein, das ist auch doof, ne? So machen wir schon mal. Ach so, ja, vielleicht sollten wir das ein bisschen ausbauen, ne? Den machen wir mal so dahin. Und dann machen wir den wieder klein. Aber so. Nehmen wir gerade die Spiegelachse weg und machen das mal dahin, aber länger. Und gehen dann wieder auf kurze Distanz. Und ich würde dann da der ist dann so komisch geworden, ne? Da was machen. So, das hätten wir jetzt auch. Warte mal, dann machen wir den nochmal weg. Wieder mit einer Spiegelachse machen können. Aber das können wir auch mit zwei Spiegelachsen machen, weil. Ach ne, geht nicht ganz, weil der ist dann. Oder?
Ne, die Achse ist jetzt verläuft da an der falschen Stelle, ist nicht mittig, geht also da nicht. Dann bleibt es erst so. Da einer hin und da einer hin. Und dahin und dahin und hier kann ich die Spiegelachse wegmachen, dann sehen wir das auch besser. Dahin und dahin. Sieht doch ganz nett aus, oder? Das hat jetzt aber bestimmt noch nichts mit P gebracht, oder? Ne, noch nicht. Da müssen wir jetzt noch was ordentlich an Technik einbauen. Ja, das ist jetzt die Frage, was, ne? Also Quartiere brauchen wir bestimmt mal auch. Die würde ich jetzt wieder in dieser Form hier unten bauen. Steuerung C, Steuerung V. Quartiere ergänzen wir da schon mal hin. Ja. Hier würde ich noch was mit Triebwerken machen wollen. Und hier vorne ist die Frage, ne? Also Korrekturdüsen können wir definitiv hier außen nochmal anbauen, mit einer Spiegelachse. Würde ich aber flach machen erstmal. Genau. Und dann sollen da ja noch Triebwerke dran. Ne, das war verkehrt. So. Zack. Und zack. Was fehlt uns? Mechaniker. Okay, kein Problem, die kriegen wir dann auch noch. Wenn Mechaniker fehlen, dann muss aber hier was passiert sein, oder? Nee, doch nicht. Gut, da haben wir dann Vortrieb mehr. Wenn wir wieder schnellen Vortrieb haben, fehlt natürlich das andere wieder, ne? Sag schon. So, Frachtraum. Schmeißen wir da auch nochmal dran, ne? Und zwar so, oder? Zack. Und geht nicht mehr. Haben wir nicht genug Material für. Generator, Container, geht auch nicht, ne, oder? Geht noch weniger, ist klar. Gucken wir mal hier rein, was wir da noch so Schönes hätten. Geschützrotationsfixierer, Titan-Dock. Titan-Produktion, Torpedorampe. Ah, das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Mal die Spiegelachse raus. Wir hängen da nur einen Wenn dran, den wir aber abflachen. Ne, so war schon richtig. Wieso ist denn der rot? Muss der so groß sein oder was? Okay, die Größe ist jetzt gerade festzustellen, dass das nicht funktioniert. Wieso sehe ich den jetzt hier doppelt? Das ist für mich jetzt gerade doof. Ist es so, dass das so groß sein muss, oder was will der mir da sagen? Dieser Schatten.
Oder ist das der Torpedolagerraum, der dann daneben sein muss? Okay, lassen wir erst sein. Oh, das ist ja noch was, was wir überhaupt noch nicht haben, ne? Ist vielleicht noch viel besser, oder? Nochmal das. Steuerung C, Steuerung V. Und nochmal dahin. Und Integritätsfeldgenerator. Dann ist es doch alles ein bisschen besser geschützt, oder wie war das? Und dann machen wir hier unten hinten noch einen hin. Zu wenig Titan. Blöd. Naja, wir sind ja auch mit der Front immer da zugange, ne? Deswegen ist das vielleicht auch besser so. Gut. Hier machen wir noch. Obwohl, das ist ja alles Titan, ne? Dann lass das erstmal so. Oder auch nicht. Ja, dafür hat es nicht gereicht. Das heißt, zack, nochmal rein. Und wir bauen noch ein bisschen Hülle aus Eisen. Gab es da noch was Besseres? Panzerung. Eisenglas. Eisenemblem, okay. Super ergiebiger Stein. Das ist Titan, das ist Eisen. Solarpanel, das werden wir jetzt erst noch aufbauen. Das ist auch eine coole Idee. Machen wir... Nee. Ja, das machen wir einfach flach. Und dann... ziehen wir das länger und weiter. Und setzen das erstmal hier so in die Mitte, hätte ich jetzt gesagt, aber ist das die Mitte? Zack. Das produziert dann auch schon mal Strom. Da wollte ich jetzt nicht hin, aber das können wir jetzt auch gerade schließen. Und da können wir da auch noch sowas hinmachen dann, aber drehen wir um. Können wir das so rotieren? Ja. Machen wir da noch eins hin. Gut. Und sind wir da jetzt schon mit P weiter? Ja. Das heißt, Leute, was ist das? Ist ein Handelssystem. Ach so, haben wir noch gekauft. Da ist der Überraumantrieb, alles klar. Gut, dann lass das mal gerade hier B machen, dann P, dann das dahin schieben. So, jetzt haben wir das schon mal geschafft. So, wenn wir jetzt auf die Karte gehen, haben wir einen ganz viel größeren, breiteren Radius. Das ist doch voll cool, oder? Gut, das gefällt mir schon mal. Und das bremst auch ganz cool. Steuert sich, naja, in einer Richtung jetzt nicht so ganz so gut, aber sonst bin ich zufrieden erstmal mit. Doch, das ist schon mal was. Die Korrekturdüsen haben es auch gebracht. Also, wir müssen noch gucken, dass wir so einen Traktor-Upgrade kriegen, ne? So einen Upgrade-Strahl kriegen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier wahrscheinlich nichts mehr. Da hat sich nichts geändert, gehe ich von aus. Nein. Aber wir sollten da gerade andocken, um noch Mechaniker zu bekommen. So, wie viel brauchen wir denn? Da müssen wir nochmal gucken. Ein Mechaniker. Dann brauchen wir noch einen mehr, oder wie sehe ich das? Normale Besatzung haben sie, Bergmänner haben sie, Piloten haben sie, Unteroffizier haben sie und Kapitän gibt's auch noch hier. Na, Kapitän, 15.000 Euro, den heuern wir doch an, oder? Ach, ich bin nicht ganz angedockt, okay. Jetzt sind wir aber gedockt. Also den heuern wir an, egal wie. Bergmänner, Kanoniere. Ah, dann müssen wir hier einnehmen. Heuer mal den auch noch an.
Zack. So, dann da rein und da einen dabei machen. 100%. Da haben wir sogar 130 bei den Ingenieuren. Okay. Ach, wir hätten sogar noch 5 Besatzungsmitglieder gehabt. Hätten wir gar nicht machen brauchen. Naja, ist jetzt auch egal. Was ist das hier? Warnung, dass wir Besatzungsmitglieder. Okay, wenn der entfernt ist, nicht so toll. So. Fracht. Energie. Kein Hangar. Keine Torpedos. Korbsteuerung. Umbenennen, Klasse festlegen. Ja, jetzt haben wir hier 2 Geschütztürme, ne? Ach, das kann man jetzt auch drehen, cool. Ja. Ja, Akademie, Klonkapseln, das ist natürlich auch noch ein großes Feld, was wir noch überhaupt nicht gemacht haben, ne? Frachtraum ist leer, Erze aufsammeln, Schrott aufsammeln. So. Der sammelt alles auf. Gefährliche Güter aufsammeln und illegale Güter aufsammeln. Okay. Hier ist das nächste Feld dann da. So, der Thomas, der hatte da noch was geschrieben. Oben der linke Reiter, den haben wir. Und hier, das sind die... Klicke und drücke eine Waffengruppe-Taste, um diese Geschütztürme einer Gruppe zuzuweisen. Das kenne ich ja schon, ne? Aber ich weiß nicht, was der Thomas mir damit sagen will. In der Mitte siehst du Quadrate. Ja, das ist das, denke ich mal, diese Quadrate. Unbewaffnete für Bergbaulaser. Okay, das ist der unbewaffnete dann. Der unbewaffnete Slot. Und das sind bewaffnete Slots. Ah, das heißt, man kann da nur den Bergbaulaser reinbauen und da wahrscheinlich nicht oder sowas. Alles klar, jetzt verstehe ich's. Und durch diesen Turm kann man diese Felder einzelne, durch den Turm, durch das Upgrade kann man die einzelnen da ausbauen. Alles klar, jetzt bin ich dahinter gekommen. Thomas, vielen Dank dafür. Gut, okay, wir sind aber soweit jetzt erstmal mit unserem Schiff zufrieden, haben das größer gebaut, wir haben einen Hyperraumsprung reingekriegt, wir können jetzt dann weitermachen. In dem Sinne, lass uns gerade noch in die Karte gucken, was wir vielleicht tun sollten. Wir haben ja einen Kapitän besorgt, das heißt, wir können da auch einen reinsetzen und können dann schon wieder ein neues Schiff bauen, wenn wir das wollen, aber wir hatten ja auch letztes Mal noch ein Tutorial-Schiff bekommen und so. Müssen wir mal gucken. Der ist da. Die Lady war das Tutorial-Schiff, genau. Das ist der Discover, aber der Discover hat überhaupt keine Route mehr, ne? Oder? Doch, Tor 2, Tor, da hat er doch noch. Der fliegt durch Tore durch. Okay, sehr interessant. Gut, dann passt das erstmal noch. Miner 1 ist da und ich glaube auch, Asteroiden abbauen steht da und der Reiter 1 ist, du kannst das Schiff, in dem du sitzt, nicht befehligen. Okay, das ist der Lady. Was macht denn die Lady dann? Die Lady fliegt irgendwie durch ein Tor noch. Okay, aber wir müssen mal gerade hier... das ist der Discover, ne, oder? Ja. Da gerade in den Sektor, in den Schiffsektor wechseln... Das machen wir gerade. Und dann, wenn wir da drinnen sind, bauen wir gerade noch den Hyperraum da ein, wenn es geht. Wenn da noch ein freier Platz ist, das ist die Frage. Raus aus der Karte. Und P gedrückt. Und ja, hier ist definitiv genug Platz. So, der kann da rein. Und was hat denn der da drinnen? Ach, der hat einen 1er Hyperraumantrieb und da haben wir schon noch 2. Das ist ja auch cool. Und der kann Preise von Gütern sehen. Wenn wir das einbauen, macht das Sinn? Ich glaube nicht, der braucht das nicht. Gut, dann lassen wir das so. Ja, der Thomas hat ja auch noch andere Tipps gegeben, ne, glaube ich. Müssen wir. Oh, der fliegt aber flott hier vorbei, ne? Korvette. Sehr interessant.
Ja, ich kann, wie gesagt, das mit der Drohne hat er mir erzählt. Er hat mir das mit der Quadrate da gerade erzählt, was wir mit den Waffenslots haben. Ausrüstungsteile können wir dann an den Ausrüstungsdock ja holen und dafür sollten wir mit den anderen kommunizieren. Das machen wir nächstes Mal, denke ich, dann noch. Bergbaulaser ab zweiten Quadranten hat er mir geschrieben. Okay, da müssen wir mal schauen. Wir sind ja am zweiten Quadrant. Ach so, das ab hier erstmal. Okay, dann sind wir noch weit draußen. Der Oschu hat er ja geschrieben, warum ich hier draußen rumgurke. Ja, weil ich ja da erstmal gucken wollte, dass ich da irgendwo den, wie hieß er? Keine Ahnung, der Botan finde irgendwo. Jetzt habe ich gerade den Text dazu aufgerufen, deswegen bin ich aus dem Spiel raus. Das war der Botan und was haben wir noch? Das Kartensystem, ne? Das hat der Dingens hier. Das ist hier eine große Hilfe. Das hat der Thomas auch noch geschrieben und ja, das taucht, ne? Kann man nicht anders sagen, ne? So, jetzt würde ich sagen, machen wir das aber so, dass wir hier erstmal wieder in die Karte noch schnell gehen und Sektor markieren. Machen. Da auch. Da auch. Weil da waren wir ja überall nicht und da wollen wir mal irgendwann hinfliegen und deswegen markieren wir gerade die Sektoren hier. Dann können wir da demnächst die Sprunggeschichte dahin machen, ne? Das wäre vielleicht sinnig dann. Okay, da gibt es noch ein paar. Aber hier gibt es auch welche. Das sind alles Sektoren, wo wir hinfliegen können. Hier ist noch was. Wieso kann der so weit gucken? War das hier? Ja. So, dann haben wir alle soweit erstmal hier, die wir sehen, markiert. Das ist doch schon mal gut, oder? Und Piraten greifen den Sektor an. So, jetzt gucken wir gerade nochmal nach unserer Waffe. Da. Double Point Defense MG Geschützturm und Double Bolter Geschützturm. Also eigentlich könnte der was, ne? Das wäre ja jetzt, wie der Michael schon geschrieben hatte, ne? Warte mal. Wo sind die Piraten? Ah, hier sind zwei Tore. Da oben sind die Piraten. Das würde jetzt bedeuten, wir steigen mal gerade aus. Krass, oder? So. Und interagieren. Befehle. Und Feinde angreifen. Und wir gucken jetzt mal zu, wie der sich da so schlägt, oder? Oh. Ich glaube, Feinde hat sich gerade erledigt. Ja, schade, ne? Ja. Das bedeutet F wie Befehle. Und diese Position bewachen machen wir und machen erst hier einen Cut. Schade, ich hätte jetzt gerne zugeguckt, wie er einen Piraten umnietet, aber die anderen waren wohl zu gut dafür. Alles klar. Dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare, super vom Thomas. Herzlich willkommen und Oshu auch und wie sie alle heißen. Danke für die Kommentare, das bringt mich weiter und gerne dieses Video auch auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann. Tschüss.